Hallo, wir sind die Kinder von Kindtop. Und damit herzlich willkommen zu Kindtop TV. Wir sitzen hier vor dem Polnischen Institut und werden gleich eine Pressekonferenz mit dem Bürgermeister Konzen haben. Es wird heute über die 7. Kinderkulturtage gehen, die vom 6. bis zum 8. März stattfinden werden. Dann schauen wir mal rein. Dann wollen wir das mal zeigen, was das ist. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die immer trage, also das wäre etwas vermessen, aber die Kette habe ich im letzten Jahr bekommen, als wir das erste Mal zusammen über die Kulturtage sprachen. Und da muss ich sagen, war ich wirklich ganz begeistert, weil eben alle Sachen, die vorkommen, ob Tanz, Theater, Musik oder das müsste Singen sein, glaube ich. Ja, Singen hängt ein bisschen weit oben, dass ich gesagt habe, mein Gott, das ist was ganz Tolles. Und für mich, was mich an der ganzen Sache begeistert, ist wirklich auf freiwilliger Basis so viele Kinder zusammenzubekommen, die also bestimmte Dinge an einem Wochenende vorführen. Und da können wir in der Stadt sehr glücklich sein, dass wir jemanden haben, der sich also darum kümmert, der seine Freizeit opfert, der viel auch Geist da rein spendet. Das ist ja nicht nur eine körperliche Arbeit, die gemacht wird und wo Kinder 3 Tage bespaßt werden, sondern das ist sehr viel Vorarbeit und das sind sicher viele Wochen und Monate, an denen gearbeitet wird. Man sieht ja auch, sie starten jetzt für den nächsten März, das sind ja eigentlich noch ein paar Wochen, aber das brauchen Sie sicher für die Vorbereitung. Und ich kann eigentlich nur für die Stadt sagen, wir sind sehr, sehr dankbar, dass Sie sich natürlich um Düsseldorfer Kinder kümmern, auch Kinder von außerhalb, das gehört dazu. Wir sind sehr weltoffen, wir sind eine Stadt, die froh sind, dass wir ganz viele Mitbürger haben aus den verschiedensten Ländern, ob das europäisch oder außereuropäisch sind. Wir haben ungefähr 180, glaube ich, verschiedene Staatsangehörige in Düsseldorf. 180 verschiedene. Also da kann man fast davon ausgehen, einer aus jedem Land der Welt ist bei uns. Und ich habe das Gefühl, dass die Düsseldorfer Bevölkerung auch dadurch noch weltoffener geworden ist, dass die auf die Fremden noch besser zugeht. Und das ist für die Zukunft, für uns alle, für uns in Europa ganz, ganz wichtig, dass diese Verbindungen enger geknüpft werden. Und das muss man einfach nach meiner Ansicht bei den Kindern anfangen. Da können wir den Grundstein legen. Wenn da ein guter Grundstein gelegt ist, wird das nachher auch weiterhin sehr, sehr gut in der Völkerverständigung, in dem Miteinander, wird das weiter gut laufen. Wir haben Fragen vorbereitet, die wir den Herrn Konzen stellen werden. Und wir sind sehr gespannt, wie er darauf antworten wird. Wie ist es, Bürgermeister zu sein? Ach, das ist ganz schön. Wenn ich nicht Bürgermeister wäre, hätte ich euch jetzt gar nicht kennengelernt. Also man lernt viele interessante, nette Leute kennen als Bürgermeister, deshalb ist es sehr schön. Was machen Sie lieber, tanzen oder singen? Ach, dann glaube ich, würde ich lieber singen. Im Augenblick bin ich ein bisschen heiser, aber manchmal geht das. Und mit meinen Kindern habe ich früher, wenn wir Auto gefahren sind, in Ferien haben wir im Auto immer gesungen. Was spielen Sie für Instrumente? Eventuell mal den CD, früher auch einen Plattenspieler, aber ansonsten keine Instrumente. Ja, das ist aber schade. Das kann sein, dass das schade ist, aber ich habe 4 Schwestern, die haben alle Klavier gespielt zu Hause. Und das war ein bisschen viel für mich. Da habe ich gesagt, ich mache es nicht. Sie sind ja für den Kulturbereich in Düsseldorf verantwortlich. Was gefällt Ihnen da am besten? Was gefällt mir am besten? Also das ist ganz einfach, dass wir ein ganz breites Kulturangebot haben, von Malerei bis Musik bis Tanz und eigentlich bei allen Sachen besonders gute Institute, ob das jetzt Tanzhaus NRW ist, ob das unser Opernhaus ist, ob das unser Kunstmuseum ist
Das sind wirklich tolle Institute mit zum großen Teil tollen Sammlungen, tollen Ausstellungen. Okay, danke sehr. Bitte sehr.